Nun komme ich zu einem der heimtückischsten falschen Selbstanteilen. Und den vermute ich reichhaltig in diesem Seminar vorhanden zu sein. Das ist der Psychotherapeut und Psychodoktor, die Geißel des 21. Jahrhunderts. Nie war sie so verbreitet und heimtückisch wie heute. Das sind Menschen, die glauben an Meditation und Mantra singen, ohne sich ihrer Wunde gestellt zu haben, und sind zu Psychodoktoren geworden, die immer sich ausbalancieren. Mit anderen Worten, nichts anderes als Kontrolleure ihres Innenlebens. Hatten schon vorher den Kontrollzwang, aber jetzt mit den modernsten Psychomethoden, auch der fortschrittlichsten Methode, die je geprägt und gefunden worden ist, der radikalen Erlaubnis, ist es dann möglich, sich maximal zu kontrollieren mit diesem Konzept. Und das ist scheiße. Das ist scheiße. Und das Kennzeichen dafür, dass du diesen Scheiß baust, ist Anstrengung. Ne? Da machst du wieder das Gleiche und versuchst, dein Innenleben in Ordnung zu bringen und gehst zu eine Nacht für den Frieden singen, Meditation für die Stille, positive Affirmationen, dieses ganze widerliche Anstrengungszeug machen, und das verbürge ich, nur Leute, die nicht unterhalb des Nadelöhrs gegangen sind, wo man getragen wird und das nicht tun muss und sein Innenleben genießt und ausdrückt und völlig sprudeln lässt, wo alles erlaubt ist und alles in dir leben darf und du es genießt, aber nicht mit Psychotechniken Ordnung schaffst. Das ist der große Unterschied. Das machen Leute, das können Leute nur machen, wenn sie im Körper durch ihr Trauma durchgehen, exakt sinnesspezifisch im Körper bleiben, im Fleische sterben und dann die wundervolle Erfahrung machen, dass es genau in dem Moment kommt und alles sich in Frieden auflöst und der Glaube selber sich in Ordnung bringen zu müssen und irgendwas zu korrigieren, völlig voneinander abfällt und man das nie wieder glauben kann. Dafür braucht man diese Erfahrung. Ich sah gestern einen Film, der schon anspruchsvoll war. Es war nämlich ein Film mit Robert Redford und der hieß All is Lost. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Normalerweise, hast du gesehen? Man hat ja nach 5 bis 10 Minuten das Gefühl, schaue ich mir das jetzt an. Weil der sagt nichts. Der ist nur auf dem Segelschiff und rödelt von morgens bis abends. Es passiert nur Mist. Es passiert der Mist, dass ein Container nachts das Schiff getroffen hat. Er ist ein Mann um Segler. Ne? Hat ein Loch. Und dann geht der Film los, dass er den ganzen Tag rödelt mit diesem blöden Schiff und es immer schlimmer wird, bis er untergeht, sich aufs Schlauchboot flüchtet. Und da geht die Rödelei weiter und da fahren auch Schiffe vorbei, die sehen ihn nicht. Und die ganze Zeit sagt er nichts. Wo du auch denkst, wenn du das siehst, denkst du, und merkt auch, das wird auch nicht besser. Da wird nichts mehr gesagt. Und dann ist es Nacht, das Ding hat wieder Leck und es ist ja immer Wasser und ist widerlich. Und dann sieht er nachts noch wieder ein Boot kommen. Aber etwas weiter weg. Hat er keine Leuchtraketen mehr, weil er die schon sinnloserweise abgeschossen hat, wenn so ein Tanker vorbeikommt. Die sehen das nicht. Und fängt an, in diesem Schlauchboot ein Feuer zu machen. Und die ganze Zeit wird das ja nicht kommentiert. Man merkt,
Offenbar weiß er, wenn das jetzt nichts wird, der hängt ja auch schon 10 Tage auf ohne Wasser und so, und fackelt das ganze Boot ab, geht ins Wasser, es ist dunkel, in der Hoffnung, dass sie ihn sehen, merkt, sie sehen ihn nicht. Und dann siehst du das im Gesicht, dass er sich sinken lässt und runtergleitet ins Meer, immer weiter. Und mit dem letzten Schimmer sieht er oben, dass das Licht näher kommt zum Feuer. Und dann siehst du in diesem Gesicht eigentlich nur noch, doch noch. In dem Moment, wo er alles aufgibt und sagt, nee, ich gebe auf, ich rödel nicht mehr, ich lasse mich jetzt untergehen. In dem Moment kommt das Schiff doch noch an und er überlegt noch eine Weile, eigentlich war ich schon fast weg, und taucht dann doch wieder auf. Und das letzte Bild ist, dass eine Hand ihn rauszieht, bums aus, das war's. Das war der ganze Film. Und dieser Film, der eigentlich recht langweilig teilweise auch daherkommt, wo man immer denkt, ich schalte aus oder so, hat aber irgendeine Art von Tiefenwirkung auf mich zumindest gehabt. Dass ich dahinter gedacht habe, ja gut. Aber heute Nacht und heute Morgen merkte ich, das Ding ist tief. Also auch wieder Tag um Tag gerödelt hat. Keine Minute, immer um sich zu retten. Jeder Handgriff, was da alles getan werden musste, bis zu diesem einen Moment, wo er loslässt. Und dann kommt diese Hand da. Das ist eine tiefe Metapher. Sodass du Jahre, Jahrzehnte, dein ganzes Leben damit zubringen kannst, dein Trauma zu kontrollieren, deine Gefühle zu kontrollieren, deine Umgebung zu kontrollieren, andere Menschen zu kontrollieren, alle möglichen Seminare und Therapien lernst, um besser zu kontrollieren. Und wenn du das machst, was wir in diesem Wochenende machen wollen, dass du in die Tiefe deiner Selbst hinuntergehst, in die sinnesspezifische Erfahrung, wie es sich exakt im Körper genau anfühlt, begegnen dir, je mehr du unter die Wächter kommst, als signifikantes Kennzeichen, dass du der Wunde dich annäherst, als erstes eine riesige und kolossale Erschöpfung. Eine Müdigkeit, deren Ausmaß grenzenlos ist, weil etwas in dir von dieser ganzen Plackerei und Anstrengerei und sich verändern müssen und versuchens tödlich gelangweilt und müde ist. Diesen Teil kennst du wahrscheinlich schon, der sich im Alltag als eine Stimme äußert, die kündigt. Die kündigt. Und wenn du sie noch mehr piesackst, erzählt sie vom Selbstmord, weil sie keinen Bock mehr hat. Die will nicht mehr so leben. Deswegen ist auch diese Stimme völlig berechtigt. Völlig authentische Reaktion auf das Scheißleben, wo alles Mühsal, Plage und Anstrengung ist. Andere fangen jetzt an, eine Therapie gegen diese Depression zu machen und versuchen, diesen depressiven Teil wieder zu heilen und zu kontrollieren, dann wird es noch anstrengender, kann übergangsweise versucht und geglaubt werden, bis wieder die große Kündigung hochkommt. Das ist, was ich beschreibe, ist es die Plackerei im konditionierten Leben. Ist das nur meine persönliche Welt oder merkt ihr das auch durchaus bei mir? Ähnlichkeit. Und ich habe schon mal sowas auch erlebt. Naja, das ist jetzt auch nicht so, wenn ihr euch zu so einem Seminar anmeldet, da muss da schon irgendwas schief gelaufen sein.